Herzlich willkommen auf Merkur.de. Heute werde ich euch das Samsung Wave präsentieren. Hier einmal der Außenkarton. Ja, ist ziemlich klein geraten, aber wenigstens das Handy passt ja rein. Hier ist es. Das Samsung Wave besitzt einen Super AMOLED-Bildschirm, ist mit dem BetterOS-Betriebssystem ausgestattet. Des Weiteren verfügt es über einen Gigahertz-Prozessor, GPS und Wi-Fi nach N-, B- und G-Standard. Jetzt wollen wir mal in den Karton reingucken, was da noch so alles drin ist im Lieferumfang. Einmal diese Plastiktasche, dazu kommen wir später nochmal. Dann diese In-Ear-Kopfhörer mit Freisprechfunktion natürlich und 3,5 mm Klinkenanschluss. Ja, des Weiteren ist ein Micro-USB-Kabel für die Verbindung zum PC dabei und das Aufladegerät für den Akku. Das Aufladegerät wird übrigens auch per Micro-USB angeschlossen. So. Kommen wir nochmal zur Kunststofftasche. Samsung legt einen MicroSD zu SD-Adapter bei, da im Lieferumfang auch eine 1 GB MicroSD-Karte dabei ist. Die CDs, Keys, kann man auch kostenlos aus dem Internet runterladen, Benutzerhandbuch, ja, dann eine Aufmerksamkeitsbroschüre für den Samsung Apps Store, ja, und dann ist nur noch eine GPS-Information dabei und ein Hinweis zur Internetnutzung. Ja, dann kommen wir mal zum Telefon. Es ist auf jeden Fall solide verarbeitet, wie man erkennt. Oben hat es eine Webcam zur Videotelefonie. Ja. Auch der Akkudeckel ist natürlich sehr, sehr robust verarbeitet. Zwar etwas dünn geraten, aber wirklich aus Metall. Ja. Hält, was es verspricht. Hier ist der Akku, den wir schon eingesetzt haben. Oben kommt eine SIM-Karte rein und man erkennt auch 1500 mAh. Das ist wirklich ein sehr ausdauernder Akku. Ja. Da kann das Handy ruhig mal ein bisschen länger anbleiben. Ja. Eigentlich auch mit dem Mechanismus, der das Handy beherbergt, die Akkuklappe auf und zu machen, das ist gut gelöst. Ja, das war's. Dann, ich hoffe, dass es euch gefallen hat.